Mit Winnetou die Geschichte zum Schatz im Silbersee erleben. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von Frank Hoffmann Immobilien, Ihr Experte für Immobilien in der Region und in Hamburg. Auf der Pressekonferenz der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg wurden erste Auszüge aus dem Stück »Der Schatz im Silbersee« vorgestellt. Das Stück ist vom 25. Juni bis 4. September im Freilichttheater am Kalkberg zu bewundern. Jan Sosnjok übernimmt auch in diesem Jahr die Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou. Na, es ist immer aufregend, ne? Weil wir wissen ja nicht, wie es wird. Und wir möchten ja gerne alle eine gute Show ablegen und wir möchten ja Fehler vermeiden. Und wir wissen nicht, ob wir es schaffen, Fehler zu vermeiden. Deswegen ist es immer aufregend. Ja, das ist ja natürlich was Besonderes. Ich finde, Theaterarbeiten kann man ja gar nicht mit Filmen vergleichen, ne? Denn wir werden reingeschubst ins kalte Wasser und müssen schwimmen, ja, und hoffen eben auf die andere Seite zu kommen, ne? Des Erfolges. Und wir wissen nicht, wie die Tiere drauf sind. Sie haben ja heute gesehen, der Adler hatte sich anders entschieden. Das sind Dinge, die passieren und damit muss man immer rechnen. Aber es ist auch in Ordnung und wir wachsen ja auch daran. Also in dem Moment, wie jetzt heute mit dem Adler, heißt es eben, ich als Akteur muss ja mit der Situation irgendwie umgehen und ich muss mir ja überlegen, was mache ich jetzt daraus? Und wenn es gelingt, dann ist man ja selber ein Stück gewachsen dadurch und wieder um eine Erfahrung reicher. Was heißt mehr Winnetou? Es fällt mir natürlich leichter jetzt, hier hinzukommen und meine Szenen zu spielen, insofern, dass ich am Anfang erstmal diese Figur finden musste und jetzt mache ich meine Schublade auf und weiß, da liegt er eben drin und darauf kann ich zurückgreifen. Ja, das gehört ja hier dazu. Man muss bei Wind und Wetter spielen. Wir hatten bisher Glück bei den Proben, auch mal Proben im Regen. Ist weniger schön, aber ich habe gehört, die Leute hier, denen ist das irgendwie total egal. Die gucken sich das an, ist wie beim Fußball, ob es regnet oder schneit. Ich bin sehr gespannt und glaube, das hat dann auch so einen eigenen Zauber. Ist das erste Mal und es ist ein bisschen wieder zurück zum Anfang. Ich habe auf der Bühne angefangen, aber Theaterbühne, nicht Freilicht, ist was ganz Neues und ich bin sehr gespannt, freue mich total darauf. Weitere Rollen werden von Till Dämtröde als Old Shatterhand, Susan Sideropoulos als Ellen Patterson und Oliver Stritzel als Cornel Brinkley gespielt. Die Karten sind ab sofort online unter www.karl-may-spiele.de erhältlich oder unter der Ticket-Hotline unter 01805 95 21 11. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von Frank Hoffmann Immobilien, Ihr Experte für Immobilien in der Region und in Hamburg. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.